Nachwuchsarbeit ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft des Club. Damit die Ausbildung der jungen Spieler unter bestmöglichen Voraussetzungen stattfinden kann, hat sich eine Gruppe von Unterstützern zusammengeschlossen und den Verein Freunde fördern Fußball gegründet, um den Nachwuchs in der Region und insbesondere im NLZ des FCN durch Projekte zu unterstützen. Freunde fördern Fußball wurde letztes Jahr gegründet, am 8. Juni. Das erste Event wieder im Stadion mit dem Ziel, dass wir die Nachwuchsarbeit des FCNs, das NLZ, fördern. Viele wissen das ja gar nicht, ja, was so eine Internatsbetreuung bedarf, was ein Fahrdienst bedarf. Haben einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und da haben die uns schon ein bisschen, sage ich mal, angefixt, ob wir nicht zusammen sowas angehen und so einen Förderverein ins Leben rufen. Ich wusste an dem Tag nicht, was da alles dazugehört an Statuten, an Dingen, die du letztendlich auch einhalten musst. Das haben wir aber dank Hilfe dieser Personen schon sehr, sehr motivierter, illustrer Kreis, die haben uns da sehr unterstützt und da haben wir das schnell auf die Beine gestellt. Mittlerweile sind rund 350 Personen Teil des Fördervereins, der nicht nur beim Saisonauftakt am Pfalzner Weiher Werbung betrieben, sondern auch weitere Projekte ins Leben gerufen hat. So wurde beispielsweise Mitte Mai ein Benefizspiel zwischen der U16 des FCN und den A-Jugenden des 1. FC Hersbruck und des SV Altensittenbach organisiert, die jeweils eine Halbzeit gegen den Clubnachwuchs antraten. Und anschließend präsentierten sich auch noch die FCN Allstars mit Spielern wie Marek Mintal, Andreas Wolf oder Dieter Hecking, die zahlreichen Zuschauern in Altensittenbach, und sorgten im Duell gegen eine Traditionself des Fördervereins für zahlreiche Treffer. Und das wurde auch finanziell belohnt, denn für jedes Tor spendete die Sparkasse Nürnberg 100 Euro. Ein Teil vom Förderverein kommt aus Hersbruck. Unsere Kinder spielen auch hier beim natürlich in Altensittenbach bzw. in Hersbruck, sind natürlich auch Clubfans durch und durch. Und so kam die Idee, dass wir hier ein Benefizspiel machen, mit dem Ergebnis, dass die Erlöse sowohl den NLZ als auch den hiesigen Vereinen zukommt. Das ist eine ganz tolle Atmosphäre, die wir hier erleben. Und wir wollen natürlich spenden. Zum einen für das Förderzentrum des FCN, aber zum anderen auch für die Nachwuchsarbeit hier in der Region, direkt im Nürnberger Land. Am Ende kamen 3.000 Euro zusammen, die nun in die Nachwuchsarbeit fließen. Weitere Projekte sind bereits in der Planung, erfordern aber nicht nur Zeit, sondern auch weitere Unterstützer. Als großes Projekt haben wir uns auserkoren eine Athletikhalle. Ja, das haben wir auch am Anfang rausgerufen, weil wir natürlich schon wussten, es ist ein Leuchtturmprojekt. Da wird es ein bisschen dauern, da wird es viel Initiative brauchen. Das steht aber nach wie vor, weil es für uns natürlich einen riesen Mehrwert hätte, wenn wir das Ding hier hinstellen, um unsere jungen Spieler einfach besser auszubilden. Ansonsten ja, geben wir Gas an allen Ecken und Enden und versuchen natürlich auch Gelder reinzubekommen, Mitglieder zu akquirieren und die Leute auch für das, was wir machen, zu begeistern. Aber du musst natürlich auch informieren, was du machst und für was auch dahinter steckt und was es letztendlich auch bringt. Wir kommen in richtigen Schritten auf das Ziel natürlich hin, aber es ist ein langer Weg, weil es natürlich das Athletikzentrum auch nicht ganz günstig ist. Und je mehr Mitglieder wir bekommen und je mehr Veranstaltungen, das wir machen, desto eher ist es natürlich. Und zwischenzeitlich ist es für uns wichtig, dass wir einfach Veranstaltungen machen, wie das Benefizspiel hier, unterschiedliche andere Events. Und ich glaube, das sind wir im richtigen Weg. Als Botschafter des Fördervereins sind auch zahlreiche FCN-Spieler mit dabei. Nicht nur Aktive, wie beispielsweise Enrico Valentini und Pascal Köpke, die selber das NLZ durchlaufen haben. Auch ehemalige Akteure wie Thomas Ziemer oder Kakao unterstützen den Verein. Ich glaube einfach, dass auch, ich sag dir, der Hecking und insbesondere Michael Wiesinger sehen, dass wir wirklich sie unterstützen wollen mit dem Netzwerk, auch finanziell. Und das ist ganz gut und es ist Hand in Hand. Das ist Top-Arbeit, wo wir eigentlich auch im Team zusammenarbeiten. Auch die ganzen Trainer sind dabei, die Jugendlichen sind super engagiert und es macht auch richtig Spaß. Weitere Hilfe ist jederzeit willkommen und trägt zu einer optimalen Ausbildung des Clubnachwuchses bei. Eine Mitgliedschaft beim Förderverein beginnt bereits bei 2 Euro im Monat. Alle wichtigen Infos dazu gibt es unter freundefördernfußball.de.